Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, auch aus dem Hause des Kulturministeriums, herzliches Willkommen. Es ist jetzt wieder die Stelle, Karl Kraus zu zitieren. Herr Fleischhauer hat die wichtigen Sachen alle schon gesagt. Also Karl Kraus sagt ja, es ist alles schon gesagt, aber noch nicht von jedem. Ich will versuchen, das irgendwie zu beherzigen, und das bedeutet, dass mein Sprechanteil dadurch einfach ein bisschen kürzer wird, als er vielleicht sonst geworden wäre. Ja, die Motivation des Kulturministeriums. Wir sind im Grunde ja dafür da, Kunst und Kultur, Künstler zu fördern. Insofern ist für uns die Musikschule, ich will nicht sagen ein Fremdkörper, aber in dem eigentlichen Handeln dieses Hauses zumindest ein Hybrid. Ich möchte deswegen vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, was uns motiviert hat, diese Bildungspartnerschaft zu unterstützen. Die fachliche Zuständigkeit bei den Musikschulen liegt bei uns in der Kulturförderung, und wir haben das in vielen Jahren und Jahrzehnten auch bei der Entwicklung bestimmter Programme, Programmschienen, Profile und so weiter, glaube ich, sehr, sehr kooperativ gemeinsam bewiesen, dass die Entwicklung des Musikschulwesens auch eine Aufgabe und ein Anliegen des jeweiligen Kulturministeriums, jetzt dürfen wir wieder Kulturministerium sagen, ist, war und ist. Das heißt, wir fördern das Musikschulwesen. Ich weiß, dass wir damit jetzt, oder dass ich damit jetzt ein großes Fass aufmache, aber wir fördern trotzdem das Musikschulwesen in seiner Breite. Wir haben uns immer beteiligt an großen programmatischen Dingen wie Musikschule 2000 in den 90er Jahren. Wir haben gegen Ende der 90er Jahre beispielsweise ein Thema, was uns jetzt gerade wieder einholt, eine Langzeituntersuchung und Studie zum instrumentalen Gruppenunterricht. Herr Ritzi war mit mir zusammen in der Arbeitsgruppe damals durchgeführt und gefördert. Vielleicht profitieren wir da heute von. Damals wussten wir nicht so recht, was wir damit machen sollen. Nicht? Ja. Die kulturpolitische Motivation ist vielleicht eher das, was uns in diese Bildungspartnerschaft mit reingehen lässt. Denn wir brauchen natürlich gut ausgebildete, musikalisch ausgebildete und gebildete Kinder, wenn wir daran arbeiten wollen, Kulturstadt NRW, Musikland NRW auszubauen. Und wir sehen darüber hinaus eine sich sehr stark verändernde Bildungslandschaft, eine strukturell sich verändernde Bildungslandschaft, auf die alle externen Partner reagieren müssen. Herr Fleischhauer sagte schon, der Ganztagsbetrieb bringt ja ganz neue zeitliche Bedingungen, sowohl für das Zeitmanagement von Kindern, von Schülerinnen und Schülern, wie auch von den Musikschulen. Insofern müssen natürlich auch die Musikschulen darauf reagieren. Das heißt also, damit einhergeht das Erfordernis seitens der Musikschulen, ich spreche jetzt aus Sicht der Musikschulen, des Kulturförderers für die Musikschulen, dass man auch von dieser Seite her neue Angebotsformen und Strukturen entwickeln muss, die sich über das, was jahrzehntelang das Musikschulwesen getragen haben, hinaus bewegen. Wir brauchen neue Formen des Gruppenunterrichts, wir brauchen neue Formen des Gruppenmusizierens. Wir sind an einigen Stellen im Lande ja unterwegs, das auch auszuprobieren, und wir werden diese Dinge bündeln müssen. Und da die Musikschulen sich naturgemäß um die gleiche Klientel schlagen wie die Schulen, ist es eigentlich folgerichtig, dass es einen Bildungszusammenschluss gibt zwischen Musikschulen und allgemeinbildenden Schulen. Ja, nicht zuletzt im Erkennen großer Defizite im Bereich der ästhetischen Bildung, insbesondere auch der musikalischen Bildung, des Singens, sind ja große Projekte entstanden, die mit prominenter Unterstützung des Kulturministeriums entstanden sind. Also ich nenne da die eben schon kurz erwähnten Singprojekte in Münster, in Neuss, in Detmold, in Düsseldorf. Hier tut sich was mit der Singpause. Obwohl es nicht von uns gefördert ist, aber auch das ist ja erfreulich, dass es auch mal ohne uns geht. Und natürlich JEKI. JEKI ist sozusagen der große Feldversuch, in dem ja in einem riesengroßen Rundumschlag, der von den Musikhochschulen über die Grundschulen, über die Musikschulen, über die kommunalen Spitzenverbände, Eltern, Schulaufsicht und so weiter, eigentlich ein riesengroßes Projekt auf die Beine gestellt hat, wo man solche Formen der Zusammenarbeit im täglichen Klein-Klein ja erprobt. Einige der Musikschulkollegen wissen ja, wovon ich rede, sie wissen wahrscheinlich viel besser von sich aus, wo auch die Fallstricke einer solchen Initiative liegen. Aber wie gesagt, Feldversuch, der jetzt gerade mit dem begonnenen Schuljahr seinen Grundschuldurchlauf erlebt. Wir werden JEKI sehr genau
untersuchen müssen. Wir werden sie sehr genau angucken, um zu überlegen, welches die optimale Weiterentwicklung eines solchen riesigen Programms sein wird. Ich äußere mich da momentan sehr, sehr vorsichtig, weil natürlich die immer erwartete Verkündung einer Ausweitung des Programmes momentan einfach noch nicht ansteht. Wir haben den Landesrechnungshof, der dieses Programm überprüft. Darauf müssen wir reagieren. Insofern sind die nächsten Schritte keine großen, sondern sehr vorsichtige, sehr bewusste und eher kleingesetzte Schritte. Ja, unser neues Ministerium, Frau Böckling hat es eben fast fehlerfrei sagen können, ich sage jetzt, Kulturministerium versteht sich in der Diktion unserer Ministerin Ute Schäfer als drittes Bildungsministerium. Insofern sind wir als Kulturministerium an dieser Stelle hier genau richtig, denn wir vertreten mehr die außerschulische Bildung und in dem das Schulministerium ja mit am Tisch ist und die Musikschulen ist, glaube ich, hier ein Dreiklang entstanden, mit dem wir kultureller Bildung, ästhetischer Bildung auch im Sinne kulturpolitischer Zielsetzungen nach vorne bringen können. Und dazu wünsche ich viel Erfolg. Dankeschön.